So, meine lieben Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Duskwood. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir haben beim letzten Mal mit einem ominösen Typen geschnackt. Wir sollten doch die Cloud von Hannah, glaube ich, checken. Und das machen wir heute auch mal. Das sind so eine Rätsel, wie bei 7. Ihr seht's, wir probieren es einfach mal aus. Ein Minigame, mal gucken. Und jetzt lädt. Was auch immer passieren mag. Starten. Und was soll ich hier machen? Ja? Hä? Züge 5. Was kann ich denn machen? Was soll ich hier machen? Soll ich denn hier irgendwie rein switchen? Ich check das nicht. Wenn du das Level verlässt, verlierst du dein Leben. Bist du sicher? Nein, nicht für weiterspielen. Aber wie geht's denn? Was soll ich hier machen? Ich habe ja nicht mal die Möglichkeit, irgendwo zu... Was? Hä? Wie habe ich das denn gemacht? Okay, dann ist das so wie Puzzeln. Das heißt, ich müsste versuchen, wahrscheinlich 2 in einer Reihe zu kriegen. Ist das möglich? Was? Geht nicht. Hä? Was habe ich gemacht? Mach doch mal. Wieso geht das nicht? Wie habe ich das denn? Hier passiert wohl gar nichts. Wie doof ist das denn gerade? Das wäre super schade, wenn das jetzt so nicht weitergehen würde. Deswegen. Aber er hat ja hier gerade was gemacht. Und wieso hat er das denn gemacht? Ich verstehe es gerade nicht. Okay, irgendwas habe ich hier gerade rausgefunden. Hä? Aber... Was? War das richtig? Wieso war das denn jetzt richtig? Aber dreht sich immer wieder zurück, versteht ihr? Das verstehe ich nicht. Warum dreht das so? Was? Okay, jetzt Nee, ne? Das war nicht richtig, okay. Und wie wäre das denn richtig, wenn ich das so mache? Auch nicht. Was? Ich verstehe das Spiel nicht. Okay, warte mal. Dann. Aber ich will ja gar nicht. Muss ich diese blauen, diese dunkelblauen haben und diese. Ja. Ich muss da echt ausprobieren, damit ich da echt erstmal. Ja, das. Oh, und jetzt? Und dann? Was ist das hier? Was macht der? Was kann der so? Nee, der kann gar nichts. Was? Hä? Ja. Hä? Das ist sehr heftig, ey. Moment. Ich schnell das Spiel überhaupt null, ne? Also das, ja. Ja. Toll. Okay, warte. Also irgendwie. Was macht der denn hier? Was ist denn möglich mit diesem Vogel? Gar nichts, ne? Aber. Oh, so da. Der gibt mir ja auch gar keine Chance irgendwie. Wow. Hä? Wenn ich wüsste, worum es hier geht in diesem Spiel, ne, dann könnte ich da ja auch einiges machen und vielleicht eventuell was mit anfangen. Aber hey, so klappt das nicht. Ich kann damit gar nichts anfangen, weil ich einfach so dumm bin. Oder was heißt so dumm? Ja, vielleicht doch. Was macht der Apparat hier denn jetzt hier? Der kann auch nichts, ne? Der ist einfach nur so da, ne? Oder was? Also es müssen wohl immer 3 nebeneinander sein, aber wie kriege ich das denn hin? Wenn das nicht möglich ist. Versteht ihr, wie ich das meine? Kann ich den tauschen? So, nee. Okay, aber das ist doch Schwachsinn, Freunde. Das ist doch totaler Bullshit.
sehe auch nicht. Gerade ein. Was habe ich hier gemacht? Hä? Check ich nicht. Wow. Ja. Hä? Was passiert hier alles? Alter. Ja. Hä? Hm? Und nun? Was hat er denn? Vor allem erschreckst du dich, ne? Das ist irre. Ja. Diagonal kann ich nicht tauschen untereinander. Das ist aber. Ja. Ja. Okay. Wenn ich den jetzt da hingetauscht kriegen würde. Nö, warum auch? Das würde ja gehen. Mein Ohr kribbelt. Ja. Ach, guck mal. Ich hab gewonnen. Und jetzt? Was? Und was passiert? Yay! Hä? Du hast erfolgreich die Cloud entschlüsselt. Du erhältst einen Fortschritt als Belohnung. Clio hat dich hinzugefügt. Laden. Nein! Zurück. Du kannst die Geschichte nur fortsetzen. Ja, aber ich hätte... Ah, das ist nur ein Abschnitt von der Cloud, die ich gemacht habe. Das ist ja blöd. Ja, nun wart doch erstmal ab, Mädchen. Kann ich noch irgendwas anderes Cooles hier machen? Wahrscheinlich muss ich noch eine Runde weitermachen. Und die alle nachher, dann habe ich nachher das ganze Laufe des Spiels nachher alles gelöst. Aber ich kann in der Verhandlung jetzt fortsetzen. Egal. Oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin zwar gerade auf dem Weg zur Arbeit, aber ich wollte dich trotzdem schon mal adden. Ja, ja. Ja, alles klar. Schreib mir eine Zeit, das Baby. Naja, Clio. Was? Oh, hier müssen wir mal unbedingt was freischalten. Oh, ach, das ist Hanna, genau. Die hat uns das ja geschickt, ne? Ja, genau. Fremde. Folgt mir auf Insta. Pinko Fleslo. Nee. Pinko Fl... Pink... Pink... Hä? Ach, herrje. Mach ich, bis später. Ja, Clio ist offline jetzt, ne? Ja. Und jetzt? Thomas. Ach, guck mal, er schreibt mir auch direkt. Das war Alter. So, wieder da. Achso, ich habe ihn angesprochen. So, wieder da. Also, wo sind wir stehen geblieben? Was? Gefährte freigeschaltet. Du hast erfolgreich Gefährten des Tages freigeschaltet. Geh zur Questseite, um ihn anzusehen. Was? Wo wir hier? Was? Hä? Weg damit. Das ist bestimmt Werbung. So, nun warte erstmal, Thomas. Ich bin noch nicht so weit. Alter. Ja, mach erstmal. Schreib dich erstmal aus. Schreib dich erstmal aus, ist auch nicht schlimm. Schreib dich nicht ab, lerne lesen. Warte mal, ist das Ding überhaupt noch an? Nicht, dass ich da irgendwas Dummes... Nee, alles cool. Läuft alles gut ab jetzt hier. So, pass auf. Also, so, wieder da. Also, wo sind wir stehen geblieben? Ach ja, es ging um deine Nummer. Es wirkt, als hätte ich dich absichtlich auf die Bildfläche geschoben, nur um von mir abzulenken. Hey, hört mal alle her. Hättet ihr was getan, würde ich mich hier... Hätte ich ihr was getan, würde ich mir ja nicht selbst schreiben. Schaut euch lieber mal die Person hinter der Nummer an. Hä? Das wäre dumm. Naja. Achso. Nächste Frage. Du wärst bereits verdächtig, nicht wahr? Ja. Oh, es tut mir aber leid. Das wird der Partner immer. Schöne Scheiße.
Besser hätte ich es nicht sagen können. Themawechsel. Erzähl mir was über dich. Da gibt es nicht wirklich was. Ja? Ich bin Hannas Freund, das weißt du ja schon. Und ich würde einfach alles tun, um sie zu finden. Wäre auch seltsam, wenn nicht. Auf was willst du hinaus? Das wird als Freund von dir erwartet. Wird deine Qualität als Freund stark in Frage stellen. Sollen wir irgendwas über Hannas reden? Die anderen Freunde sind alle Hannas Freunde. Ja. Naja, mehr oder weniger. Alles eine Clique eben. Willst du was über jemanden bestimmt wissen? Cleo. Weil ich gerade mit dir geschrieben habe, deswegen. Cleo ist Hannas beste Freundin und mindestens genauso bemüht, sie zu finden wie ich. Eigentlich wäre es mir lieber, nicht so viel über die anderen zu erzählen. Da gibt es viel falsch zu machen und weniger richtig. Wie meinst du das denn? Dabei kann einfach schnell ein falscher Eindruck entstehen. Also. Ansonsten sollte ich dir noch erzählen, was wir über Hannas Verschwinden wissen. Das war ziemlich krass. Ich höre. Oder ich lese vielmehr. Wir sind darüber sozusagen informiert worden. Dieser Typ hat uns eine Nachricht geschrieben. Nee, also, eine fremde Nummer hat uns alle zu einem Gruppenchat hinzugefügt. Erst hatte er gar nichts gesagt. Ich hätte es sofort bemerkt, weil ich zufällig am Handy war. Achso, ich hatte es bemerkt. Erzähl weiter. Was hattest du denn an deinem Handy gemacht? Es geht mich überhaupt gar nichts an. So. Oh, Alter, ich juck das hier, ne? Flöhe und so. Und hier Dinosaurier. Auf jeden Fall schreibe ich ihn an. Und schreib Hallo Fremder. Oder so ähnlich. Keine Ahnung mehr. Vom genauen Wortlaut. Nichts. Dann endlich schreibt er. Einen Satz, mehr nicht. Hannah ist in Gefahr. Meine Güte, der Entführer. Logische Annahme, dazu komme ich aber gleich. Ich war sofort auf 180. Hab ihn gefragt, ob das ein schlechter Scherz sein soll. Nichts, keine Antwort. Warum er so heiser redet? Er ist ein Punkrocker und hat gerade Stimmbandzerrung.
Ich hätte ihn sofort angerufen. Diesen Ehren hätte ich einfach ignoriert. Was hast du denn gemacht? Ja, eine nachvollziehbare Reaktion. Daran habe ich aber ja nicht gedacht. Nö, warum denn auch? Ich habe ihnen noch ein paar Drohungen an den Kopf geworfen, während ich schon auf dem Weg zu ihr war. Also, zu Hannah natürlich. Aber sie war nicht da. Richie saß da schon vor ihrer Tür. Der braucht von seiner Werkstatt keine 5 Minuten zu ihr. Seitdem ist meine Hannah spurlos verschwunden. Schlimme Sache, das tut mir wirklich leid. Ja, und dann? Und dann, ey. Mir auch. Ja, das ist nachvollziehbar. Fällt schwer, bloß daran zu denken. Der Unbekannte ist aus der Gruppenunterhaltung raus. Und dann kam er wieder. Hat eine Sprachnachricht geschickt. Faselt, dass er sein Freund sei oder so ähnlich. Warte, die Nachricht leite ich dir am besten einfach weiter. Oh, ich hoffe, ich können wir abspielen, Alter. Was? Nur dafür? Nur damit ich das abhören kann? Jetzt upgraden? Das ist aber kacke, ne? Kann ich das hier nicht hier escapen? Wegmachen? Ja. Was? Warte mal, hör mal. Das macht er echt nicht. Du kannst mich mal am Arsch lecken. Sag mir Bescheid, wenn du sie dir angehört hast. Das ist aber echt frustrierend jetzt gerade einfach, ne? 2,99. Hm. Okay, ich hab sie mir angehört. Mach ich später. Der Unbekannte sagt, dass Hannah etwas passiert sei. Sagt er, er sei Zeuge der Entführung gewesen. Und dass er auf unserer Seite sei. Mit so einem Effekt drauf, der die Stimme tiefer macht und verzerrt. Klingt alles sehr unheimlich. Ich weiß nicht, ob er lügt. Glaubst du es oder nicht? Ich glaub's aber nicht. Bleh. Scheiße, ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben soll. Reiß dich zusammen! Ja. Also dieser Kerl ist wohl so eine Art Hacker. Kenne mich mit dem Zeug nicht aus. Ich hatte bereits die Ehre. Der spielt sich ziemlich gerne auf. Ich kenne Tommy noch nicht so ganz, deswegen erzähle ich noch nicht so, was ich weiß. Entschuldigung. Was? Verstehe. Er hat dich also schon angeschrieben. Ja. Ich traue diesen Kerl absolut nicht über den Weg. Aber ich muss jetzt erstmal weg. Ja. Ich glaube, ich habe dich jetzt auch ganz schön zugetextet. Danke, das glaube ich auch. Ein wenig. Nee, war ja spannend. Ich finde es gut. Ach, hör doch mal auf. Oh Mann, ich frag mich, wohin das alles führen wird. Ach, eine Sache noch.
Ich mach mal dein Handy leiser. Alles, was ich dir schicke, landet in meinem Profil. Und zum Profil des jeweiligen Chatpartners kommst du, wenn du auf seinen Namen, das Dateisymbol rechts oben oder das Profilbild anklickst. Aha, ja, das ist cool, dass das geht. Könnte ich mir also noch später anhören, sollte ich mich dazu entschließen, das zu kaufen. Danke, Thomas. Kein Ding. Du kannst dir ja auch mal die Profile der anderen anschauen. Gerade um sie besser kennenzulernen. Also bis später. Lass dich nicht entführen. Oh nein, ich wollte das nicht. Darauf schreibt er erstmal nichts. Puh, okay. Ja. Jetzt kann ich, hier muss ich mir wieder mehr Cloud drum machen, wa? Gut, ich mach mal bei der Cloud rum und ihr schaut wieder in der nächsten Folge rein, wenn euch das interessiert. Bis zum nächsten Mal und ciao.